Hallo und jetzt kommt YouTube beim Killer Party und heute der nächste Part von Let's Play FIFA 12 und zwar Part Nummer 31 und zwar gegen Augsburg. Drück einfach mal auf Weiter. Nächste Partie, Partie spielen. Trikots passen eigentlich und spielen. Aufstellung bei Bremen: Wiese, Bönisch, Sokrates, Brödel, Hartherz, Borowski, Fritz, Tribul, Junusevic, Rosenberg und Claudio Pizarro. Hier haben wir Tribul und los geht's. Dass ein Champions Cup Platz durchaus möglich ist und das wäre die Krönung dieser Spielzeit. Ja, hoffen wir es mal. Ludger Falk, der Schiedsrichter aus Deutschland und hier sehen wir jetzt dann die Tabelle und zwar Bremen auf Platz 4, aber Stuttgart hat schon gespielt. Hier die Aufstellung und ich glaube, wir drücken jetzt einfach mal weiter. Augsburg mit dem Anstoß, Mölders und Bremen hat sich den Ball geschnappt. Bönisch. Fritz, der Kapitän. Rosenberg. Markus Rosenberg. Rosenberg. Junusevic. Fehlpass, aber Carlsen Bracker jetzt sehr langsam im Aufbauspiel. Jetzt da mal schneller. Der Verrückungsbewegung. Bönisch passt auf. Tribul. Hartherz. Wird immer wichtiger. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Sascha Mölders. 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 Boah. Knapp. Tribul. Viel Pass. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Ncheng. Jetzt auf der rechten Seite könnte flanken. Macht er auch. Mölders. Vielleicht jetzt ein Konter. Nee, wieder viel Pass. Aber Junusovic. Pizarro. Pizarro, kommt sie ab! Kommt sie ab! 17. Spielminute, Tor für Werder Bremen durch Claudio Pizarro. Hier. Klasse, Tor. Mainz führt 1:0 gegen Werder BSC Berlin. Wow, 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 wow. Ganz weit oben in der Tabelle und da ist es klar, dass die Fans richtig gut drauf sind. Okay, passt. Ich habe jetzt schnell was einstellen müssen, weil zur Zeit verkraftet ist mein PC nicht. Ja, läuft wesentlich besser jetzt. Der stürzt manchmal ab, zum Beispiel diesen Augsburg-Part. Den geht schon zum fünften Mal auf. Alle immer. So. Drei Viertel vom Part abgestürzt ist. Pizarro. Ja. Jetzt ist David. Die Pierre sagt immer um die 50%. Jetzt müsste es eigentlich passen. Da wird der Trainer zufrieden sein. David, Arbeitsspeicher liegt bei 900 MB. Müsste eigentlich passen. Ein sehr schöner Pass. Wenn wir bald einen neuen PC zulegen. Bremen jetzt mit dem Freistoß.
Junusovic, Junusovic. Hätte er abspielen können. Jetzt wieder Junusovic. Pizarro. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Das Video, was hier gemacht, gerade macht, kommt sofort heute noch hoch. Heute ist der 3. Mai 2012. Heute wird es auch wahrscheinlich noch hochkommen, wenn ich schaffe. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Junusovic. Pizarro! Haha. Geht doch. Pizarro eben. In seinen letzten Spielen für Bremen. Wird er wahrscheinlich gehen. Er ist eh verletzt, also kann er nicht mal das letzte Ligaspiel gegen Schalke jetzt am 5. Mai spielen. Bremen will verlängern. Pizarro gekündigt. Ja, das werden wir machen. Aber er weiß genau, wo die Bude steht. Werner. 2-0 Bremen, Werner flankt rein. Kein Problem, aber immer noch Augsburg. Aber jetzt haben die Bremer den Ball wieder unter Kontrolle. Und Borowski, Pizarro, abseits. Ja, der Schiedsrichter sagt sofort weiterspielen. Manchmal gibt es auch Intelligenztests, zum Beispiel bei einer solchen Grätsche im Strafraum. Boah, komm, hau ihn weg. Mölders. Peter attackiert. Das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Boah, Bremen jetzt mit Glück. Das sieht nach einer komfortablen Führung aus, kann sich aber schnell wieder ändern. Zur Pause 2-0. Ein neuer Mann soll mithelfen. David für Ncheng. Für Marcel Ncheng, ein Ex-Gladbacher. Es kann losgehen. Auf in die zweite Halbzeit. Roski. Vertrag. Wäre der von Bremen als nicht verlängert, er wäre gern da geblieben. Finde ich auch ein bisschen schade, weil Borowski hat man viel zu verdanken und dann einfach die letzten Jahre nicht mehr verlängern. Ja, aber Bremen hat eh kein Geld. Es findet jetzt selten Umbruch statt, aber da haben wir schon in vielen Videos drüber geredet. Jetzt Junusovic, nee. Rosenberg auf Junusovic. Kommt nicht dran. Oder kommt generell nicht an der Pass. Boah! Augsburg! Macht den Anschlusstreffer in der 56. Spielminute! Fast ein Vierpass. Und hier passt. Bringt er den Fuß noch dazwischen. Boah, Mölders. Was für ein Comeback. 59. 2-2. Das Wunder von der Weser. Oder das Spektakel von der Weser geht wieder weiter. Rosenberg erwischt ihn nicht. Sein Hobby ist Pfeifen. Aber jetzt lässt das sein. Vorteil, sagt er. Ja, völlig außerhalb seiner normalen... Kriegt Augsburg jetzt noch die Überraschung hin. Herrliche Flanke. Und der Abwehrspieler ist genau zur Stelle bei dieser... Tribol. Borowski. Fritz. Bönisch. Und der kommt genau... Und die Kugel rauscht ins Tor aus. Abstoß ist... Ja. Abstoß. Vielleicht fällt hier doch Simon Jentsch. Und vielleicht ist der Trainer... Brinkmann kommt für Carlsen Bracker. Will jetzt hier vielleicht noch ein Joker-Tor. Sascha Mölders. Werner. Jetzt sich hier den Ball abnehmen. Bönisch. Holt er sich den Ball zurück. Fehlpass. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Wer will ihn? Kein Foul.
Aber Augsburg mit dem Ballbesitz. Sascha Mölders. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Pass geht raus, jetzt soll es über die Außen gehen. Markus Rosenberg. Der Pass. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Gibt es nach dem bitteren 2-0 gegen Dortmund schon wieder kein Sieg? Das ist hier die Frage. Oder gibt es sogar eine Niederlage? Mölders! Elfmeter! Elfmeter! Aber jetzt wechseln wir mal aus. Trippel raus, Ekici rein. Elfmeter! Raphael gegen Wiese. Und Raphael schießt drüber. Was für ein Elfmeter. Hätte ich sogar reingemacht. Ein paar Minuten sind nur noch zu spielen, liebe Zuschauer. Tepas. Pizarro. Komm, bitte. Pizarro! Boah! Glück für den FCA! Ja, er spielt den Ball nach draußen. Alle Hawks bekommen wieder. Fehlpass. Bönisch bleibt am Ball. Fritz. Bönisch. Bönisch, probier selber, komm Junge! Boah, Alu. Riesenchance. War es die letzte heute? Wahrscheinlich. Schon, Augsburg nochmal, Konter. Jung. Bremen. Aus, 2-2. Der Schlusspfiff des Schiedsrichters beendet das Spiel. Eine Punkteteilung, Frank. Ist das ein klassischer Fall von mühsam ernährt sich das Eichhörnchen? Boah. Schauen wir mal auf die Tabelle. Wir sind auf Platz 4. Sage ich bis zum nächsten Mal. Euer Krabati.